Als Kind habe ich mir gedacht, dass ich mit dem passenden Werkzeug alles bauen kann, was so in meiner Fantasie so rumschwebt. Werkzeug war für mich wie mein Spielzeug. Ich bin Angela Sucko, bekannt auch als Kellerherz, und ich baue ganz viele Sachen hier in meiner Werkstatt aus Holz und Metall. Ich baue eigentlich ganz unterschiedliche Sachen, manche eher praktisch, wie zum Beispiel meine Wandverkleidung oder ein Lowboard oder meine Kommode. Manchmal mache ich aber auch ein paar verrückte Sachen, wie zum Beispiel meinen Kiosk, den ich mir gebaut habe, meinen Nacho-Wagen. Und gerade baue ich einen Couchtisch aus Metall und Holz. Mit den eigenen Händen was zu machen, ist natürlich am schönsten, finde ich. So im Büro sitzen, das ist überhaupt nichts für mich. Da sehe ich überhaupt nicht, was ich gemacht habe am Ende des Tages. Wenn man natürlich dann das fertige Projekt sieht, dann ist man natürlich stolz drauf. Ich habe eine Schreinerlehre gemacht, aber das meiste habe ich dann doch durch meine Neugier gelernt. Ich finde einfach, dass man Respekt vor Werkzeug haben sollte, aber halt keine Angst. Bei mir ist es oft so, dass ich so viele Projekte im Kopf habe, dass ich dann irgendwie schnell voran machen will. Und dann passieren halt manchmal so ein paar Missgeschicke, wo mein Mann dann immer sagt, du bist ein bisschen verpeilt. Aber eigentlich lernt man ja durch die Fehler, was man halt falsch gemacht hat. Also mache ich dann einfach weiter. Ja, also am liebsten habe ich eigentlich Holz, weil man das in verschiedene Arten und Weisen verarbeiten kann. Und es verzeiht einem eigentlich auch viele Fehler. Wir leben ja hier im Naturschutzgebiet. Bei schönem Wetter kann man natürlich schön in den Wald gehen, Spaziergänge machen. Und da holt man sich auch viele Inspirationen. Ja, da kann man so die Ruhe finden, finde ich. Ja, der Kreativitätsfaktor ist sehr wichtig, finde ich. Also einfach was selber zu machen mit den Händen und nicht einfach das zu kaufen. Auch wenn ich irgendwo lang gehe und ich sehe dann irgendwas, dann denke ich, ach, das kannst du doch selber machen.